Beschreibung der wichtigsten Elektrodenröhren in Aufbau und Funktion. Teil 2 von 3. Aufgrund der detaillierten Bilder und Videos empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Die Diode ist der einfachste Aufbau einer Röhre. Der Begriff Diode kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Durchgang oder Weg. Das hier gezeigte Symbol ist eine indirekt geheizte Diode. Ganz unten sieht man die Anschlüsse für die Heizung, mit F bezeichnet, und darüber die Kathode, bezeichnet mit K. Wie immer bei indirekt geheizten Röhren ist die Kathode elektrisch vom Heizfaden isoliert. Oberhalb der Kathode sieht man die Anode. Bei Röhren mit geringer Leistung, wie zum Beispiel bei Demodulationsröhren in Radios oder Fernsehern, wird diese meist mit D für Demodulator bezeichnet. Unter einem Demodulator bzw. Demodulation versteht man die Gleichrichtung von hochfrequenten Signalen, wie zum Beispiel in einem Rundfunkempfänger. Es gibt aber auch Demodulatoren in der Mess-, Sende- und Radartechnik, die zwar aufgrund der höheren Leistungen anders konstruiert, aber identisch funktionieren. Hier ist eine Prinzipschaltung für einen Demodulator aus einem Radio. Die obere Spule ist die Sekundärwicklung eines HF-Transformators mit einer Mittelabzapfung. Die Mittelanzapfung wird auf ein definiertes Potential gelegt, genauso wie die beiden Kathoden der Demodulationsröhren. Der Kondensator längs der Spule sowie der Kathoden eliminiert jede hochfrequente Trägerwelle, übrig bleibt das niederfrequente Nutzsignal von den beiden Halbwellen, welche je über eine Diode gleichgerichtet werden. Über den Kondensator, rechts oben, kann die gleichgerichtete Amplitude abgegriffen werden. Die Kondensatoren müssen natürlich in ihrer Kapazität auf die Frequenz der Trägerwelle und des Nutzsignales angepasst sein. Die Röhre EAA91 gehört zu der Gruppe der Demodulationsröhren für Rundfunkempfänger wie Radios und Fernseher. Sie ist nur für eine geringe Anodenspannung ausgelegt. Geprüft wird die Röhre mit 10 Volt Anodenspannung bei 0,9 mA Anodenstrom. Das Messgerät ist auf 1,2 mA eingestellt. Das bedeutet, Ausschlag von 60 heißt 1,2 mA. Ich kontrolliere nochmal die Spannungen, wie Heizspannung und Anodenspannung. Kurzschlussprüfung zur Kathode, es gibt keinen. Steuergitter gibt es keine. Die Anode hat auch keinen Kurzschluss. Und das erste System wird ungefähr mit 32,5 gemessen, was bedeutet, dass die Röhre ungefähr 0,75 mA Anodenstrom liefert. Somit ist das System eigentlich noch im Bootbereich. Das zweite System ist identisch. Insofern ist die Röhre als gut zu bewerten. Einweggleichrichter wurden typischerweise für Schaltungen benutzt, die eine geringe Leistungsaufnahme haben oder auch aus Kostengründen. In der Anfangszeit der Wechselstromempfänger waren die günstigeren Modelle nur mit einer Einweggleichrichtung ausgestattet, um Kosten zu sparen, zugunsten eines immer hörbaren Brummtons von 50 Hz der Netzfrequenz. Bei der Gleichrichtung von Hochspannungen, wie zum Beispiel für Bildröhren, reicht eine Einweggleichrichtung, da kein hoher Strom benötigt wird. Das Funktionsprinzip ist in diesem Schaltbild erläutert. Das Gerät oder der Schaltungsteil wird durch den symbolischen Widerstand R dargestellt. Die Gleichrichterröhre lässt nur die positive Halbwelle der Spannung
passieren. Am Verbraucher liegt dann eine sogenannte pulsierende Gleichspannung an. Die siehe den oberen Teil im Schaltplan. Mit einem Filterkondensator im unteren Teil des Schaltplans ist es möglich, die Zeiten zu überbrücken, in denen die Röhre sperrt, also in der negativen Halbwelle. Das Problem ist aber, je mehr Leistung benötigt wird, desto größer muss die Kapazität des Kondensators sein, um diese Ausfallszeit aufzufangen. Die Röhre EY86 gehört zu der Gruppe der Einweggleichrichter. Sie ist speziell zur Gleichrichtung von Hochspannungen ausgelegt. Eingesetzt wurde sie in Fernsehern und größeren Oszilloskopen zur Gleichrichtung der Anodenspannung für die Bildröhre. Die EY86 ist für maximal 22.000 Volt Anodenspannung ausgelegt. Typisch für diese Röhrenform ist die Anodenkappe an der Spitze. Ich prüfe jetzt die Röhre. Prüfe die Spannungen. Getestet wird die Röhre mit 15 Volt Anodenspannung. Sie soll einen Anodenstrom von 1 mA haben. Das Instrument ist auf 1,2 mA ausgelegt. Also ein Ausschlag von 60 bedeutet 1,2 mA. Ich prüfe jetzt auf Kurzschlüsse der Kathode. Steuergitter gibt es keine. Anode hat auch keinen Kurzschluss. Und der Anodenstrom pendelt sich auf ungefähr 31,5 ein. Das heißt, dass die Röhre ungefähr 0,75 mA Anodenstrom hat. Um zu verhindern, dass es zu elektrischen Überschlägen am Sockel kommt, wird die Anode an der gegenüberliegenden Spitze herausgeführt. Es gab auch einige Sonderformen der EY86 bzw. der DY86, die EY87 und DY87. Der einzigste Unterschied ist, dass der Kolben beschichtet ist, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Das war wichtig für den Einsatz bei höheren Luftfeuchtigkeiten, wie zum Beispiel in der Seefahrt. Für spezielle Anforderungen der Luft- und Seefahrt gab es von Valbo an die sogenannte blaue Serie aus der Serie für Spezialröhren. Praktischer Betrieb der Einweggleichrichterröhre EY86. Ich benötige dafür eine Wechselspannung. In diesem Fall 300 Volt, das blaue Kabel. Ich benötige eine Heizspannung von 6,3 Volt, in diesem Fall das gelbe Kabel. Die Röhre selbst wird sehr typisch beschaltet, nämlich Pin 4 und 5 ist die Heizspannung, Pin 1 ist die Kathode und die Kappe ist die Anode. Die Schaltung selbst ist wie in der vorigen Folie, dass die Anode direkt mit einem Pol des Transformators verbunden wird. Die Kathode geht über den simulierten Verbraucher, in diesem Fall einen Widerstand, zum anderen Pol des Transformators. Da die Röhre eine Einweggleichrichterröhre ist, wird nur eine Halbwelle die Röhre leitend sein. Die andere Halbwelle wird sie nicht leitend sein und somit Pausen haben. Und dann wieder eine Halbwelle leitend sein. Das nennt man auch pulsierende Gleichspannung. Ich beschalte jetzt die Röhre. Ich fange an mit der Heizspannung. Die liegt auf Pin 5. Und Pin 4. Die Anode die verbinde ich mit dem Transformator
Also ein Pol des Transformators. Die Kathode ist auf Pin 1. Die wird jetzt über einen Lastwiderstand verbunden zum anderen Pol des Transformators. Und damit wir das Ganze auch sehen, wird ein Oszilloskop parallel geschaltet. Ich schalte jetzt die Betriebsspannung ein. Und man sieht jetzt auf dem Oszilloskop, dass ich eine Halbwelle Spannung habe und eine Halbwelle Pause und wieder eine Halbwelle Spannung. Das Problem an dieser Schaltung ist, dass die Pausenzeiten von einem Kondensator überbrückt werden müssen. Um das zu demonstrieren, werde ich jetzt noch einen Kondensator mit 3,3 Mikrofarad einfügen. Der Kondensator liegt jetzt parallel zum Verbraucher. Und ich schalte wieder die Betriebsspannung ein. Man sieht jetzt, die Spannung ist glatter als vorhin, aber noch nicht 100% glatt. Es ist noch keine richtige Gleichspannung. Das liegt daran, dass der Kondensator eine sehr hohe Kapazität haben muss, um halt die Pausen des Einweggleichrichters zu überbrücken, um halt zu gewährleisten, dass die Spannung konstant ist. Aus diesem Grund nutzt man meistens eine sogenannte Zweiweggleichrichterröhre, die beide Halbwellen gleichrichtet. Das ist die Röhre in Betrieb. Man sieht das Glühen der Kathode. Gasgefüllte Einweggleichrichter funktionieren exakt gleich wie ihre Hochvakuumkollegen. Der Grund für die Gasfüllung ist aber, dass die Ionisation des Gases benutzt werden kann, um mehr Elektronen zu transportieren, also um höhere Ströme gleichzurichten. Als Gase kommen unter anderem Edelgase wie Xenon oder Neon in Frage. Es gibt auch eine Ausnahme, Quecksilber. Quecksilber kann bei einer Ionisation zwei Elektronen abgeben. Dieser Umstand wird aber mit einer umständlicheren Handhabung der Röhre erkauft. Das Quecksilber muss zuerst verdampft werden, da es meist in metallischer Form in der Röhre vorliegt. Dies dauert je nach Größe der Röhre 30 Sekunden bis mehrere Minuten. In dieser Zeit darf die Anodenspannung aber nicht angelegt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Quecksilber schlagartig verdampft und die Röhre zerstört wird. Im Betrieb erzeugt das ionisierte Quecksilber ein blaues Leuchten mit einem sehr hohen UVA-, B- oder C-Anteil. Quecksilbergleichrichter wurden oft für Geräte mit einem hohen Strombedarf eingesetzt, meist in einer sogenannten Dreiphasen-Sternschaltung. Das untere Schaltbild zeigt eine Gleichrichtung einer Dreiphasenquelle, wie zum Beispiel der Dreiphasenwechselstrom oder umgangssprachlich Drehstrom, bei dem drei Spannungen um je 120 Grad verschoben sind. Die Röhre DGC1-250 gehört zu der Gruppe der Einweggleichrichterröhren mit Gasfüllung.
Als Gas wird meist ein Edelgas wie Xenon oder Neon genutzt oder wie bei dieser Röhre Quecksilberdampf. Quecksilber hat den Vorteil, dass es zwei Elektronen pro Atom abgeben kann, was zu einem höheren Anodenstrom führt, während Edelgase meist nur ein Elektron abgeben können. Wichtig ist, bei Röhren mit Quecksilberdampf, die Anodenspannung darf erst dann eingeschaltet werden, wenn das Quecksilber in der Röhre komplett verdampft ist. Die Heizspannung beträgt in diesem Fall 4 Volt bei ungefähr 2,5 Ampere. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Gitter gibt es keine. Es gibt keinen Kurzschluss zur Anode. Man sieht, dass in der Röhre auch wieder ein gräulicher Dampf entsteht. Das ist das verdampfende Quecksilber. So, die Aufheizzeit ist vorbei. Ich lege jetzt die Anodenspannung an. Man sieht jetzt die Gasentladung des Quecksilberdampfes. Das Flimmern entsteht durch die 50 Hertz Wechselspannung der Netzfrequenz, da die Röhre nur während der positiven Amplitude gezündet wird. Die Röhre wird zurzeit mit ungefähr 55, 56 mA getestet, ist also somit noch im Gutbereich. Eine Zweiweg-Gleichrichtung wird für Geräte mit größerem Strombedarf benutzt. Ein Nachteil vorneweg, es werden zwei identische Wicklungen am Transformator benötigt oder eine mit Mittelansapfung. Das Prinzip ist, wenn eine Anode sperrt, leitet die andere und umgekehrt. Man sieht im Schaltbild oben den Netztransformator mit zwei identischen Wicklungen. Die Heizung ist hier nicht eingezeichnet. Die Mittelanzapfung entspricht dem negativen Spannungspotenzial. Die beiden Anoden werden mit einer der äußeren Wicklungen verbunden. Die Kathode der Gleichrichterröhre entspricht dann dem positiven Spannungspotenzial. Auch bei Zweiweg-Gleichrichterröhren benötigt man einen Filterkondensator oder eine Drossel, meist in Kombination, um eine saubere Gleichspannung zu erhalten. Die Röhre EZ81 gehört zu der Gruppe der Zweiweg-Gleichrichter. Sie wurde in sehr vielen Geräten wie zum Beispiel größeren Radios bis hin zu kleineren Verstärkern eingesetzt. Die EZ81 ist für maximal 400 Volt Spannung pro Anode bei maximal 90 mA ausgelegt. Betrieben wird sie in Radios aber meist bei 250 Volt und dabei ist ein maximaler Strom von 150 mA pro Anode zulässig. Der Vorgänger ist die EZ80. Sie ist kompatibel mit der Stiftbelegung, hat aber eine andere geringere Leistung.
Ich prüfe jetzt die EZ81. Zuerst prüfe ich, ob alle Spannungen stimmen. Der Faden so, auf Null stellen. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Gitter 1, 2 und 3 gibt es nicht. Es gibt keinen Kurzschluss zur Anode. Die Röhre ist jetzt eingeschaltet, also die Anode. Ich habe einen Anodenstrom von ungefähr 51. 60 ist der Maximalausschlag für 60 mA. Also in diesem Fall ist der angezeigte Wert der direkte Wert in mA, also 51. Geprüft wird mit der Anodenspannung von 300 Volt und Sollwert soll 45 mA sein. Das zweite System misst bei auch 51, also beide Systeme sind gleich und Röhre ist damit als sehr gut einzuschätzen. Praktischer Betrieb der Zweiweg-Gleichrichterröhre EZ81. Für eine Zweiweg-Gleichrichterröhre benötige ich einen Transformator mit einem Mittelabgriff. In diesem Fall 2 mal 300 Volt, eine Heizspannung, wie immer 6,3 Volt. Die Röhre selbst wird typisch beschaltet, also Pin bzw. Stift Nummer 4 und 5 werden die Heizung. Stift Nummer 3 ist die Kathode. Stift Nummer 1 und 7 sind die beiden Anoden. Das Prinzip einer Zweiweg-Gleichrichterröhre ist, dass beide Halbwellen gleichgerichtet werden. Darum gibt es auch eine Mittelabzapfung, um immer ein Potential zu haben, um jeweils die nächste Halbwelle gleichrichten zu können. Die Röhre wird jetzt beschaltet. Zuerst die Heizung, Stift 5 und 4. Dann die beiden Anoden, Anode 1, also die Stiftnummer 1, geht an den ersten Abgriff des Transformators, also den oberen Abgriff. Und Anode 2, das ist Stift Nummer 7. Geht an den unteren Abgriff des Transformators. An die Mittelabzapfung wird jetzt der Lastwiderstand angeschlossen. Und der Lastwiderstand selbst geht jetzt zur Kathode der Röhre. Die Kathode liegt auf Pin 3. Dazu kommt noch das Oszilloskop. So, ich halte jetzt nochmal die Betriebsspannung ein. Es dauert ein paar Sekunden, weil die Röhre ist indirekt geheizt. Und man sieht jetzt, beide Halbwellen sind gleichgerichtet. Es gibt keine Pause mehr. Aber trotzdem ist es noch keine saubere Gleichspannung, da noch kein Kondensator vorhanden ist. Der Kondensator ist jetzt integriert mit 3,3 Mikrofarad und er ist wieder parallel
zum simulierten Lastwiderstand. Ich schalte jetzt die Spannung wieder ein. Und man sieht, die Spannung ist wesentlich glatter als ohne Kondensator. Aber auch nicht ideal, weil der Kondensator mit 3,3 Mikrofarad auch noch etwas klein ist. Das ist die Röhre EZ81 im Betrieb. Man sieht sehr schön das Kathodenröhrchen und die zwei Segmente der Anoden. Diesmal ein kurzer Text. Die gasgefüllte Zweiweg-Gleichrichterröhre funktioniert identisch wie die Hochvakuum-Variante. Ebenso hat die Gasfüllung dieselben Vor- und Nachteile wie beim gasgefüllten Einweg-Gleichrichter zuvor. Die Röhre AX50 gehört zu der Gruppe der Zweiweg-Gleichrichterröhren mit Gasfüllung. Als Gas wird meist ein Edelgas wie Xenon oder Neon genutzt oder wie bei dieser Röhre Quecksilberdampf. Quecksilber hat den Vorteil, dass es 2 Elektronen pro Atom abgeben kann, was zu einer höheren Anodenstrom führt, während Edelgase meist nur 1 Elektron abgeben können. Diese Gleichrichterröhren wurden meist für Geräte mit höherem Strombedarf, wie zum Beispiel Leistungsverstärker für Kinos oder größere Räume, eingesetzt. Wichtig ist bei Röhren mit Quecksilberdampffüllung, die Anodenspannung darf erst dann angelegt werden, wenn das Quecksilber in der Röhre komplett verdampft ist. Die Heizspannung beträgt in diesem Fall 4 Volt bei 3,75 Ampere. Laut Datenblatt soll die Aufheizzeit mindestens 30 Sekunden betragen. Ich schalte jetzt ein und lege die Anoden, die Heizspannung an. Man sieht, dass in der Röhre jetzt ein gräulicher Dampf entsteht. Dies ist das verdampfende Quecksilber. Man sieht einen leichten Beschlag auch auf dem Glas. Die Röhre wird geprüft mit 300 Volt Anodenstrom, Spannung, Entschuldigung, bei ungefähr 65 bis 70 mA Anodenstrom pro System. Ich prüfe jetzt auf einen Kurzschluss in der Röhre und lege die Anodenspannung an. Das erste System wird mit ungefähr 55 mA getestet. Das zweite System ebenfalls. Das Flimmern in der Röhre kommt von der Netzfrequenz, da die Röhre selbst nur dann gezündet ist, wenn ein Strom fließt. Auch gut zu sehen ist der geheizte, also der aufgeheizte Heizfaden.
Die Triode ist eine Röhre mit einem Steuergitter. Der Begriff selbst ist ein Kunstwort für dreipolige Röhre, also Kathode, Steuergitter und Anode. Die Anschlüsse für die Heizung werden ignoriert, auch die Heizart der Kathode, also ob indirekt oder direkt. Das hier gezeigte Symbol ist eine Triode. Ganz unten sieht man die Anschlüsse für die Heizfäden, mit F bezeichnet, und darüber die Kathode, bezeichnet mit K. Dann kommt das Steuergitter, mit G bezeichnet, und schließlich die Anode mit A. Bei Röhren sind alle Potenziale relativ zur Kathode. Diese ist immer der Nullpunkt. Steuergitter müssen negativer als die Kathode sein, um eine Steuerwirkung zu auszuüben. Der Begriff Gitter kommt aus der Anfangszeit der Röhrentechnik, in der das Steuergitter das Aussehen eines Nudelsiebs hatte, wie zum Beispiel bei der Liebenröhre, oder eine Drahtspirale, wie zum Beispiel bei der EVN 94. Technisch einfach zu realisieren, aber auch mit Nachteilen. Durch die grobe Struktur und der weiten Entfernung von der Kathode ist der Einfluss auf die Elektroden sehr gering und somit auch der erzielbare Verstärkungsfaktor. Was ja das Ziel der ersten Röhren war, eine geringe Spannung wie zum Beispiel beim Telefon oder später beim Radioempfang zu verstärken, um das Signal über weite Strecken nutzbar zu machen bzw. bei Zimmerlautstärke hörbar zu machen. Danach wurde das Gitter als Drahtwendel ausgeführt, wie hier bei der ATS 70 zu sehen. Dies hatte besonders bei Röhren über niederfrequente Signale, also im hörbaren Bereich, das Problem der Mikrofonie, also die Vibration des Gitters wirkt sich auf das zu verstärkende Signal aus. Dies ist besonders bei Geräten störend, die in Bewegung betrieben werden, wie zum Beispiel Autos. Mitte der 1920er Jahre hat man damit begonnen, das Gitter aus dickeren Drähten zu fertigen und durch Punktschweißen nach jeder Windung am Haltesteg zu befestigen. Dadurch konnte der mikrofonische Effekt im NF-Bereich stark reduziert werden. Als Beispiel werden hier die Röhren AA und BA gezeigt. Für die in den 1930er Jahren aufkommende Hochfrequenztechnik war dies aber immer noch ungenügend. Für Röhren im HF-Bereich wurde das sogenannte Spanngitter entwickelt, welches ab ca. 1947 auch für Röhren im MF-Bereich benutzt wurde. Das Prinzip des Spanngitters ist einfach. Das Gitter wird zwischen den Haltestegen fest eingespannt und durch Kerben im Steg nach jeder Windung zusätzlich fixiert. Dadurch vibriert das Gitter relativ zur Kathode praktisch nicht mehr und erzeugt somit auch keine Störungen. Als Beispiel wird die NF-Leistungstriode 6082 und die UKW-Triode ETC 81 gezeigt. Der Begriff Kleinsignal bezieht sich darauf, dass nur die Amplitude eines Signals verstärkt wird, aber nur mit einem sehr geringen Strom. Typische Anwendungen sind Vorverstärker im Audiobereich, meist kombiniert mit der Leistungsendstufe. Wie funktioniert eine Triode? Was ist ein Steuergitter und was ist ein Arbeitspunkt? Erklärt an der amerikanischen Röhre 27 von Arcturus, entwickelt ca. 1927. Die 27 wurde hauptsächlich als Audionröhre in Radios benutzt. Da keine Messkarte zu dieser Röhre vorliegt, werden die Daten aus dem Datenblatt entnommen. Die Röhre wird typisch beschaltet. Die Heizung ist auf dem Stift 1 und 5. Stift 1, Stift 5. Die Kathode ist auf Stift 4.
Das Steuergitter ist auf Stift 3. In diesem Fall ist es G1. Und die Anode ist auf Stift 2. Das Messgerät wird auf 30 mA eingestellt. Und ich mache einen normalen Leistungstest der Röhre. Die Röhre wird mit 2,5 Volt geheizt. Als Werte habe ich mir 200 Volt Anodenspannung ausgesucht. Dabei sollten bei minus 9 Volt 12 mA Strom fließen. Zuerst wird die Heizspannung eingestellt. In diesem Fall 2,5 Volt. Die Gitterspannung wird auf 9 Volt gestellt. Die Anode wird auf 200 Volt gestellt. Volt minus 9, 2,5. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode, keinen Kurzschluss zum Gitter. Gitter 2, 3 und 4 existieren nicht. Keinen Kurzschluss zur Anode. Und die Röhre hat ein paar Sekunden gebraucht wegen der indirekten Kathode. Das Messgerät steigt auf 15, 30. Also 60 wäre der Ausschlag für 30 mA. Das heißt, 16 bin ich jetzt ungefähr. Das heißt, ich habe ungefähr 6 mA Anodenstrom. Ich sollte eigentlich 12 haben, laut Datenblatt. Das heißt, wir kontrollieren nochmal die Spannungen. Heizspannung ist zu klein. Das Problem am Neuberger ist, die Spannungen werden nicht stabilisiert. Sie müssen im Betrieb nachgestellt werden. Besonders die Heizspannung und die Anodenspannung. So, stimmen jetzt beide. Da habe ich auch einen anderen Ausschlag am Messgerät, nämlich 30. Das heißt, ich habe ungefähr 15 mA Anodenstrom. So, jetzt die Erklärung zum Steuergitter. Das Steuergitter ist immer negativ geladen. Bei der Röhre ist die Kathode immer das Nullpotenzial. Alle Spannungen werden relativ zur Kathode angegeben. Wenn das Steuergitter negativ ist oder 0 Volt, besser gesagt, anders ausgedrückt, wenn ich auf 0 Volt
das Steuergitter reduziere, hat es die geringste Steuerleistung. Das heißt, ich habe den höchsten Anodenstrom. Je negativer das Gitter wird, umso geringer wird der Anodenstrom. Das kann man jetzt hier einfach mal demonstrieren. Wenn ich die Gitterspannung erniedrige, also von jetzt minus 9 Volt erhöhe, zum Beispiel auf minus 20 Volt, habe ich jetzt einen Anodenstrom von ungefähr, also einen Ausschlag von 5,5, knapp 6. Je weiter ich hochgehe, umso geringer wird der Anodenstrom, bis hin zu 0, die Röhre sperrt komplett. Wenn ich jetzt aber den Anodenstrom, Entschuldigung, den Gitterstrom, die Spannung erniedrige, Richtung 0 Volt, steigt der Anodenstrom. Jetzt bin ich wieder bei meinem ursprünglichen minus 9 und gehe jetzt sehr schnell auf den Maximalausschlag des Messgerätes. Jetzt ist die Frage, wie ich diesen. Die Frage ist, welche Vorspannung des Gitters wähle ich? Man sieht in den Kurven, die Kurven sind nicht gerade, die haben einen leichten Knick. Ich suche mir einen Punkt in der Kurve, wo die Steigung möglichst linear ist. In der Mitte dieses Punktes setze ich meinen sogenannten Arbeitspunkt. Das heißt, die Verstärkung nach oben und unten wird identisch sein. Das schauen wir uns jetzt am Oszilloskop an. Der Arbeitspunkt eines Steuergitters beschreibt den Punkt in der Kennlinie, in dem die Verstärkung des Minima- und Maxima-Wertes identisch ist. Man sieht, einige Kennlinien sind linear, also fast gerade, während andere etwas, in Klammern, krumm sind. Mit einer einfachen Testschaltung, bestehend aus einer Triode, deren Steuergitter über einen hochohmigen Widerstand auf ein variablen negatives Potenzial gelegt ist, wird über einen Kondensator ein Testsignal eingespeist, in diesem Fall ein Sinus von 10 kHz. Dieser wird verstärkt und ebenfalls über einen Kondensator wieder ausgekoppelt und am Oszilloskop dargestellt. Zu sehen sind jetzt beide Sinuskurven, sowohl der Eingang als auch der Ausgang. Die Kurven sind beide über den Nullpunkt symmetriert. Wenn ich jetzt die Vorspannung des Gitters weiter in den negativen Bereich verschiebe, fällt jetzt auf, dass die Kurven nicht mehr überlagert sind, sondern unterschiedlich verstärkt werden. Also der positive Teil wird stärker verstärkt als der negative Teil. Wenn ich die Spannung weiter ins Negative verändere, wird es deutlicher. Die Verstärkung hier unten ist kleiner als die Verstärkung oben. Der Sinus ist kein Sinus mehr, sondern irgendwas in der Richtung. Und je weiter ich die Spannung ins Negative verschiebe, umso schlechter wird die Verstärkung. Und vor allem die Kurve wird immer krummer. Und sehr deutlich ist auch zu sehen, dass der Verstärkungsfaktor im Minima- und Maximalbereich nicht mehr identisch ist. Man spricht hier auch von einem Clear-Faktor. Unter Leistungsverstärkern im NF-Bereich
versteht man meistens Röhren zur Ansteuerung von Lautsprechern, meistens über sogenannte NF-Überträger, also Transformatoren. Das Problem ist, Lautsprecher haben einen geringen Innenwiderstand und benötigen höhere Ströme, während Röhren meist eine hohe Spannung, aber nur mit geringem Strom ausgeben. Der NF-Überträger verbindet diese beiden Welten. In der Anfangszeit des Radios gab es Lautsprecher mit einem sehr hohen Innenwiderstand, der direkt mit der Endröhre betrieben werden konnte. Dies lag an den damals hohen Preisen für Transformatoren und daran, dass die damaligen Radioröhren keine hohen Ströme verarbeiten konnten. Geprüft wird die massiv überteuerte Leistungsdiode AD1 von Telefunken. Die AD1 wurde oft in leistungsfähigen Rundfunkempfängern und Verstärkern für kleinere Säle eingesetzt. Die industrielle Variante ist die EB3. Aber Achtung, die AD1 benötigt nur 0,9 Ampere Heizstrom, die EB3 aber 1,5 Ampere. Diese beiden Varianten können also nicht sofort ausgetauscht werden, ohne den Heiztransformator anzupassen. Die reguläre AD1 ist für 300 Volt Anodenspannung spezifiziert. Es gibt aber auch eine Variante für 350 oder 400 Volt Anodenspannung. Ich brauche eine Heizspannung von 4 Volt. Ich brauche eine Gitterspannung von minus 45 Volt. Ich brauche eine Anodenspannung von 250 Volt. So, der Heizfaden ist intakt. Ich schalte die Heizung ein, es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Ich regle die Spannungen nach. Ich habe keinen Kurzschluss zum Steuergitter. Gitter 2, 3 und 4 existieren nicht. Keinen Kurzschluss zur Anode. Nochmal nachregeln der Spannung. So, 250 Volt Anodenspannung. Heizung ist 4 Volt. Das Messgerät ist auf 60 mA eingestellt, das Maximalausschlag ist 60. Somit ist der Wert des Ausschlages gleich der Wert in mA. Sollwert ist 60 mA. Die Röhre liefert ungefähr 54 mA. Ist also noch im fast schon sehr gut Bereich. Die Vakuumprüfung ist negativ. Also ich habe keinen großen Ausschlag des Messgerätes. Das Vakuum ist also sehr gut und die Kathodenprüfung schlägt an. Schlägt nicht an, weil es ist eine direkt geheizte Röhre. Und die Kathodenprüfung würde prüfen, ob es einen Kurzschluss zwischen Heizfaden und Kathoden gibt. Und da die Röhre direkt geheizt ist, gibt es natürlich keine Kathode, also keinen Kathodenfaden und somit ist das natürlich eine sinnlose Veranstaltung. Und die Röhre funktioniert sehr gut. Auch hier bezieht sich die Verstärkung primär auf die Amplitude. HF-Trioden verfügen meist über Spanngitter, wie hier die gezeigte EC8010 auf der linken Seite. Die RAN511 zur rechten verfügt noch über ein gestanztes Gitter, welches 1928 noch für die damalige Hochfrequenztechnik ausreichte. Der Begriff Senderöhre ist etwas ungenau. Er schließt sowohl Röhren für die Sendetechnik
als auch für industrielle Röhren für hohe Ströme ein, zum Beispiel für HF-Öfen, wie die hier gezeigte TB5-2500 von Valvo. Als Größenvergleich ist eine ECC83 daneben gestellt. Die hier gezeigten Röhren sind echte Senderöhren für geringe Leistungen. Alle drei Röhren benötigen eine aktive Luftkühlung. Die YD1332 trägt zusätzlich noch einen Warnaufkleber, das aufgrund der hohen Betriebsspannung ionisierende Strahlung in Form von Weichenröntgenstrahlung frei wird. Die hier gezeigte RS315 ist der modifizierte Nachfolger der RS15. Diese luftgekühlte Senderöhre kann mit bis zu 1500 Watt Ausgangsleistung betrieben werden. Auch hier ist zum Größenvergleich eine ECC83 im Bild versteckt. Unter einem Thyratron oder einem Stromtor, wie es zu Anfang in der Siemens-Literatur genannt wurde, versteht man eine Röhre zum Schalten hoher elektrischer Ströme, ähnlich wie mit einem elektromechanischen Relais. Mit einer geringen Steuerspannung kann man mit dem Thyratron große Lasten ein- und ausschalten. Das Thyratron ist meist mit einem Edelgas gefüllt oder mit Quecksilberdampf. Im Gegensatz zu einer Verstärkerröhre wird das Steuergitter eines Thyratrons immer mit einer positiven Spannung betrieben. Bei einem positiven Potential startet die Gasentladung an der Zündanode, welches nahe der Kathode liegt. Die Zündanode ist mit dem Steuergitter verbunden und die einmal initialisierte Gasentladung breitet sich sofort zur Anode aus und das Thyratron ist gezündet, also der Strom zwischen Kathode und Anode kann fließen. Um das Thyron wieder zu sperren, reicht es aus, das Steuergitter auf Kathodenpotenzial zu legen. Die Zündanode ist deshalb nahe der Kathode angebracht, damit die Zündung mit einer möglichst geringen Spannung erfolgen kann. Bei einigen Thyratrons wurde auch eine Ionisationshilfe beigefügt, um eine sichere Zündung zu garantieren. Bei einigen militärischen Anwendungen auch mit etwas härterem, wie zum Beispiel Radium-226 mit einer Halbwertszeit von 1620 Jahren, wie bei der GR-17 von Cerberus. Kleinere Thyratrons wurden auch in sehr vielen Haushaltsgeräten verbaut. Dort wurde als Ionisationshilfe unter anderem Tritium benutzt. Überspitzt gesagt, mit einer Elektrometerröhre kann man Elektronen zählen. Elektrometer werden eingesetzt, um extrem kleine elektrische Ladungen zu messen. Deshalb ist die Fertigung der Elektrometerröhre schwierig und kompliziert. Um möglichst jede elektrische Ladung im Inneren der Röhre auszuschließen, wird viel Glas benutzt und lange Strecken zum Ausschluss von Gleitladungen. Bei der 4060 von Philips wurde sogar ein extra Zylinder für das Getter benutzt, um zu verhindern, dass bei dessen Aktivierung Gittermaterial auf die Elektroden gelangt. Die Steuergitter sind je nach Röhre an der Spitze des Kolbens herausgeführt, um möglichst einen störungsfreien Signalfluss ohne Fremdeinwirkungen zur Röhre zu gewährleisten. Bei einer Tetrode wird ein zweites Gitter hinzugefügt. Es gibt zwei verschiedene Konstruktionen für eine Tetrode: die Raumladetetrode sowie die Schirmgittertetrode. Circa 1917 hat Walter Schottky damit begonnen, die Raumladetetrode zu entwickeln. Diese wurde dann bei Siemens in Serie produziert als Siemens- und Schottky-Röhre, beziehungsweise in der Literatur oft als SS1 bezeichnet. Die beiden Gitter sind aus Blech gestanzt und die Kathode ist direkt geheizt. Bei Raumladetetroden ist das erste Gitter nach der Kathode auf einem festen positiven Potential. Dadurch werden die Elektronen in Richtung Anode beschleunigt
und die Röhre kommt mit einer geringeren Anodenspannung aus. Eingesetzt wurden Raumladetetroden dadurch oft in Batteriegeräten. Der Nachteil ist, dass Raumladeröhren dadurch keine hohen Ströme liefern können. Das eigentliche Steuergitter ist hier das zweite Gitter zwischen Raumladegitter und Anode. Bei Raumladetetroden verläuft die Kennlinie ähnlich wie bei Trioden, also fast linear. Bei der Schirmgittertetrode ist der Aufbau des Röhrensystems wieder klassisch. Das Steuergitter ist das erste Gitter nach der Kathode und dann kommt das Schirmgitter, welches ebenfalls positiv geladen ist, meist über einen Schutzwiderstand. Das Schirmgitter hat die Aufgabe, das Steuergitter von der Anode abzuschirmen, indem es die eine konstantes elektrisches Feld liefert und die Elektroden gleichmäßig beschleunigt. Weiterhin gibt es keine Rückkopplung von der Anode zum Steuergitter. Leistungstetroden wurden oft auch für Leistungsverstärker in Kinos oder für große Säle eingesetzt, ebenso auch für Oszillatoren in Sende- oder industriellen Bereichen. Hochfrequenztetroden werden oft in Zwischenfrequenzoszillatoren in Rundfunkempfängern eingesetzt, wie hier zum Beispiel die RENS 1204 von Telefunken. Für Sendetetroden gilt dasselbe wie für Sendetrioden. Die Bezeichnung ist nur ein Überbegriff für Leistungsröhren aus dem Sende- oder industriellen Bereich. Die hier abgebildeten Röhren sind für kleinere Sender aus Funkgeräten und Oszillatoren. Oder Modulatoren für größere Senderöhren, meist Trioden. Die Röhre auf der rechten Seite ist ungefähr viermal so groß wie die linke. Schirmgittertetroden haben aber einen großen Nachteil. Die Elektroden werden so stark beschleunigt, dass Elektroden aus der Anode wieder herausgeschlagen werden und als sogenannte Sekundäremissionselektroden zum Schirmgitter zurückgelangen und dadurch die Kennlinie verändern. Um dies zu verhindern, wird ein drittes Gitter, das sogenannte Bremsgitter, eingefügt. Dieses Gitter ist sehr grob gehalten und liegt meistens auf Kathodenpotenzial. Es bremst die Elektroden wieder so weit ab, dass es zu keiner Sekundäremission kommt. Hier abgebildet sind die drei Gitter einer EF80. In der Mitte ist die Kathode, dann folgt das Steuergitter, dann das Schirmgitter und zuletzt das Bremsgitter. Es ist auch gut zu erkennen, dass alle Gitter als sogenannte Spanngitter ausgeführt sind. Die meisten Pentoden zur Vorverstärkung verfügen über eine Abschirmung, wie links die EFF51 durch das Drahtnetz. Dadurch wird verhindert, dass elektrische Felder aus anderen Teilen eines Gerätes Störungen in das Röhrensystem selbst einbringen. Auch die EF800 auf der rechten Seite ist abgeschirmt, aber durch einen Metallzylinder. Pentoden im NF-Bereich verfügen meistens über keine eigene Abschirmung. Auf der linken Seite sieht man eine EL84 ohne Anode. Deutlich ist das gröbere Bremsgitter zu sehen und in etwas Abstand das Schirmgitter. Das Steuergitter ist nicht zu sehen, da es sehr eng an der Kathode liegt. Auf der rechten Seite sieht man die Aufsicht einer EL86. Der Steg aus Kupfer gehört zum Steuergitter und dient auch zur Wärmeabfuhr, da dieses Gitter sehr nahe an der geheizten Kathode liegt. An der EL84 sieht man im oberen Bereich die Kühlfahnen für das Steuergitter.
Am bekanntesten sind die Leistungspentoden wie die EL34 oder die amerikanische 6L6. Gezeigt werden hier die EL1 von 1934 auf der rechten Seite und die EL60 von 1948 auf der linken Seite. Die EL60 ist der Vorgänger der EL34, aber mit neunpoligem Loctalsockel. Die technischen Daten sind aber identisch. Prüfen der Leistungspentode EL60 von Philips. Die EL60 wurde ca. 1948 entwickelt. Es war der Vorgänger der EL34. Der einzigste Unterschied ist, dass die EL60 einen neunpoligen Loctalsockel hat, während die EL34 einen achtpoligen Oktalsockel hat. Die technischen Daten der Röhre sind dieselben. Da ich keine Messkarte für die EL60 habe, habe ich das Neuberger gemäß dem Datenblatt gesteckt. Also die Heizung ist auf Stift 1 und Stift 9. Stift 1 und Stift 9. Die Kathode ist auf Stift 8. Das Steuergitter ist auf Stift 7. Das Schirmgitter ist auf Stift Nummer 6, also hier. Während das Bremsgitter auf Stift Nummer 2 ist. Und das ist doch nicht gesteckt. Das wird hier auf die Kathode gesteckt. Also auf Kathodenpotenzial. Und die Anode selbst ist auf Stift 3. Als Messdaten selbst nehme ich die Daten der EL34, das dieselbe Röhre ist. Das Messgerät ist auf 120 mA eingestellt und die Röhre soll liefern 100 mA. So, schauen wir mal. Die Heizung funktioniert. Die Heizspannung wird auf 6,3 eingestellt. Das Steuergitter auf minus 13,5 Volt. Das passt. Das zweite Gitter wird auf 265 Volt eingestellt, also plus 265 Volt. Die Anode auf 250 Volt. So, dann schauen wir mal. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode, keinen Kurzschluss zum Gitter 1, keinen zum Gitter 2, keinen zum Gitter 3, Gitter 4 gibt es nicht, keinen zur Anode. Da das Neuberger nicht geregelt ist, muss ich die Spannungen etwas nachstellen. Und die Anode ist viel zu klein. So. So, die Röhre liefert ungefähr 41 Milliamp, also 41 Ausschlag. Das entspricht ungefähr
80 mA Anodenstrom und damit ist die Röhre noch im Gutbereich. Leistungspentoden gibt es aber auch im Fernsehbereich für die Ablenkspule in der Bildröhre, wie die hier gezeigte PL36. Auf der rechten Seite ist ein Teil des Systems zu sehen ohne Anode. Oder bekanntere Fernsehberühmtheiten wie die PL519 oder PL504. Als Beispiel für Hochfrequenzpentoden wurde hier die EF184 gewählt. Sie wurde in der Videoverstärkerstufe von Farbfernsehern eingesetzt. Die EF183 hingegen war für Schwarz-Weiß-Geräte ausgelegt. Abgebildet ist die Leistungspentode LS50, entwickelt ca. 1940. Sie wurde unter anderem in Funksendern eingesetzt. Gezeigt wird die Leistungspentode RL12P35, entwickelt ca. 1936. Sie wurde meist als Senderöhre im Telegrafiebetrieb mit maximal 35 Watt HF-Leistung benutzt. Als letztes Beispiel für Sendepentoden zwei luftgekühlte Röhren, die RS684 von Siemens und die YL1260 von Telefunken. Eine Hexode hat vier Gitter. Sie wird meistens als Mischröhre eingesetzt, um zwei verschiedene Signale zu überlagern. Abgebildet ist eine moderne Hexode, die EH90 von Valvo. Auf der rechten Seite sind die vier Gitter zu sehen. Eine der ersten Hexoden war die RENS 1224 von 1933. Eine Hexode hat fünf Gitter und ist eine Weiterentwicklung der Hexode zur Signalmischung, meistens als Mehrfachröhre in Kombination mit einem Triodensystem, wie die hier gezeigte ECH4. Das Triodensystem wurde meist als Oszillator benutzt, um mit Hilfe des Heptodensystems in einem Radio die Zwischenfrequenz zu modulieren. Die Oktode besitzt sechs Gitter und wird als Kombination einer Misch- und Oszillatorröhre benutzt. Die N-Node oder No-Node besitzt sieben Gitter und wurde ca. 1949 entwickelt. Ihr Hauptansatzgebiet war unter anderem Frequenzdemodulation in Rundfunk- und Fernsehempfängern. Bonus: End of the Line einer Tauben EM85. Es ist 23 Uhr 42 Minuten und 7 Sekunden. IOL einer GoPro 10 Hero.
End of the line. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum dritten Teil.